Hallo, hier ist Elena. Nur noch wenige Tage bis Weihnachten und heute stelle ich euch dieses Büchlein vor. Kleine Geschichten vom Tannenbaum, gesammelt und herausgegeben von Renate Jostmann. Der Tannenbaum ist wohl eins der Symbole des Weihnachtsfestes und sehr beliebt in Mitteleuropa. Doch literarische Zeugnisse darüber findet man wenig. In diesem Büchlein gibt es Geschichten und Gedichte rund um den Tannenbaum. Es finden sich dort Texte unter anderem von Hans Wallader, Theodor Storm, Christian Morgenstern, Hans-Christian Andersen, Goethe und noch vielen anderen. Vielleicht sieht man so das Bäumchen zu Hause mit anderen Augen.